Der Stall selber war zurzeit noch im Bau befindlich, er war sozusagen fast fertiggestellt. Ja, deswegen war die Brandausbreitung hier am Gebäude selber schon ziemlich schwer. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine sehr große Rauchentwicklung, die auch weithin sichtbar war. Es sind keine Tiere aktuell zu Schaden gekommen. Der Stall, der angrenzend stand, konnte zu jedem Zeitpunkt gut belüftet werden. Wir haben auch sehr früh schon Veterinäre da gehabt, die mit dem Landwirt selber hier Kontrollen gemacht haben. Wir hätten noch angeboten, sonst zu lüften, rausbringen, wäre schwer geworden. Aber da scheint alles gut gegangen zu sein. Ja, die Brandursache ist letztendlich so noch nicht ganz klar. Die Kripo ist hier vor Ort und die Polizei, die werden sicherlich da nachfragen und ermitteln.